der Tragik der Tragik das Schöne sehen. Das hier ist für alle die, das hier ist für alle die, das hier ist für alle die, das hier ist für alle die. Thank you.
Wie weit wirst du?
Jetzt kommen wir aber mal zeigen. Dann sind sie noch mal auf Abschied. Ja, der Sprungziege hat mich gut ins VIP-Kettering bekleidet. Schön reingeschwungen. Feine Ziege, feine Ziege. Sei tapfer. Großes, ganz großes Fein. Du musst sie anstrahlen.
Da geht's jetzt raus, ja. Kann er sie kippen. Und Action! Die ganze Felge ist gebrochen. Müssen wir aber nochmal so richtig, ist noch nicht kaputt. Ey, wenn das keine Verstärkung war, der Hammer. Das ist so richtig, ist noch nicht kaputt. Oh, das ist doch richtig schön. Meinst du, das ist doch gut, oder was? Also, ich soll mich ganz normal hinstellen. Mein Name ist D-O-D-Y. Elf Jahre Techno. Ich so. Elf Jahre Techno. Ich so. Ja. Ich so. Elf Jahre fucking Techno. Ja, was soll denn sein mit Techno? Hast du kein Haus mitgekriegt oder was? Schranz, Alter. Nur freilich, nur Bierflaschen. Pfandflaschen. Ach so. Zwischen 70 und 15 Pfennig, das kann man nicht liegen lassen. Man muss sich picken und jetzt schäme dabei. Ja. Hallo. Hallo.
Oh,
Ja, ich bin der Dieter Dischendorf und zwar der Fleischer aus Saalbrück und kenne praktisch als einziger Kehrer die erste Veranstaltung schon und habe auch keinen ausgelassen und es war auch immer sehr gutes Zusammenarbeiten und mittlerweile ist es schon so weit alles, dass die Besucher entstehen von Weitem grüßen, sagen hallo Fleischer, wir sind wieder da und ist eigentlich eine ganz schöne Sache und gibt nie irgendwelchen Stress oder Zirkus mit den Besuchern. Da in dieser Hinsicht lobe ich mir eigentlich sehr die Veranstaltung. Eben war es, wann war das, vor drei Jahren, zwei oder drei Jahren, da war es Dönerfleisch alle. Und da haben wir gesagt, wir machen den Rest vegetarisch und hat überhaupt keinen Ersatz gefunden. Also die Leute, die Besucher da unten sind, eigentlich Fleischesser. Fleisch und Wurst. Und man muss halt vielseitig anbieten. Wir bieten halt vom Döner bis zur Roster und belegte Baguettes und Frühstück und man muss immer was haben. Ein Süppchen und naja, ein bisschen Tee, wenn es danach kalt wird. Und naja, ansonsten läuft das alles schön gepflegt ab, muss ich mal sagen. Ist immer auch mit den Chefs von Sonne und Sterne immer gutes Zusammenarbeiten gewesen, immer ehrlich, offen. Und in dieser Hinsicht, sag ich mal, lobe ich mir die Veranstaltung, weil woanders, da bist du auf irgendeinem kleinen Dorffest und jeder belegt dich und weiß alles besser und da unten, das läuft ab wie ein Länderspiel. Das SMS ist für mich eigentlich, wir haben jetzt, glaube ich, zwei oder haben wir dreimal da gespielt? Nee, zweimal, ne? Und zweimal auf dem SMS gespielt und ich finde das SMS. Dreimal. Dreimal sogar. Und ich finde das SMS hervorragend. Das SMS ist für mich das beste Festival, auf dem man so spielen kann, würde ich mal sagen. Mense findet es ja nicht so gut. Mense sagt immer, dass es viel zu kommerziell sei und so. Finde ich ja nicht. Ich finde es okay. Ich finde es ja gut. Also wirklich auch. Ich lobe das SMS doch auch oft. Ja. Ja, also für so ein großes Festival. Also letztes Jahr hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Da. Wir sind etwas hektisch auf die Bühne gestolpert, nachdem wir zu spät angekommen waren. Reichkind haben gespielt und dann sind wir da reingefallen in den Rave-Wahnsinn, der sich gar nicht so als Rave-Wahnsinn rausgestellt hat, weil das Publikum sich ein bisschen geändert hat. Das war sehr angenehm diesmal. Also ziemlich junges Publikum fand ich diesmal auch. Leute, die dann Spaß haben an Deichkind, dann Ego Express mitnehmen und dann sich auch sehr präzise DJ Kotze mit seinem sehr deepen Set anhören. Das hat mir schon Spaß gemacht. Also da hatte man das Gefühl, man hat da doch so einen musikalischen Freiraum, obwohl es eben eine Veranstaltung ist in diesem großen Zelt für 3.000 oder 4.000 Leute waren es, glaube ich. Das kann ich dazu sagen. Es hat eigentlich, auf dem SMS ist es eigentlich immer so, man kommt da hin und es stimmt einfach alles. Also, man kommt da hin, man geht irgendwie zum Artist-Checkpoint und wird einfach herzlich empfangen von Beule und so und ist einfach alles wunderbar. Ja, es ist ganz toll eigentlich. Der Sven ist da und Ricardo. Ja, was soll man da sagen? Ne? Ist einfach, man kommt hin und fühlt sich wohl. Die ganze Clique. Die ganze Clique ist da. Die Leute sind gut drauf, super Stimmung, extrem voll, aber nicht so, also schon sehr, also schon extrem voll, aber nicht so, dass die Leute dann genervt sind, sondern mehr so Partybock kriegen durch diese Fülle. So. Schon gut, das ist das beste Festival eigentlich. Also, ja. Also, ich erzähle jetzt mal, was ich alles erlebt habe da. Und das waren einiges. Zunächst, mein erster Eindruck war, ich kam da an und dachte, ja, das wird heute ein richtig guter Auftritt. Da habe ich nämlich einiges gehört im Vorfeld. Dankeschön. Dann komme ich da an, und ich einen ganzen Hang voller Zelte und dachte erstmal, na gut, was ist das denn hier? Dann wird durch die ganzen Zelte, durch die ganze Zeltstadt hindurchgefahren und ich habe wirklich das Gefühl, das ist nicht meine Welt, diese Zeltstadt. Da könnte ich mir nicht vorstellen, jetzt selber in der Zeltstadt zu sein. Aber
sei es drum, da muss ich auch nicht sein. Ich soll auf die Bühne rauf. Was ich festgestellt habe, wir hatten einen sehr kleinen Backstage-Raum leider. Aber gerade speziell meine Gruppe, wir haben, brauchen sehr viel Platz im Backstage, weil es sind A, viele Leute. Und wir haben jede Menge Kram, den wir vorbereiten müssen. Also haben wir kurzerhand uns den Backstage-Raum von DJ Tiesto geschnappt. Der war nämlich noch nicht da und haben mir gesagt, okay, das ist jetzt unser. Das war auch ganz okay, weil der war nämlich ziemlich groß und da konnten wir auch unsere Hüpfburg aufblasen. Wir hatten nämlich extra für den Auftritt eine Hüpfburg besorgt und die mussten wir erstmal testen. Die wollten wir einfach nicht einfach auf der Bühne testen, sondern wollten die vorher einmal auch einmal gucken, ob die auch funktioniert. Und deshalb haben wir die ja im Backstage erstmal aufgepustet. Auf jeden Fall hatten wir wirklich den besten Auftritt des letzten Jahres da. Das sage ich nicht einfach nur so, weil die Kamera da ist. Das war definitiv einfach so. Das war spitze. Das war so spitze und ich war in so einem Rausch gefangen, dass ich, als der Auftritt beendet war, regelrecht in einen Wutausbruch geendet bin, weil ich nicht ertragen konnte, dass der Auftritt vorbei ist und dass mir eine Zugabe, die ich fest vorher eingeplant hatte, dass die nicht mehr genehmigt wurde. Da bin ich richtig, richtig sauer gewesen sogar. Also richtig sauer. Sogar so, dass es mir im Nachhinein, sag mal, ein bisschen leid tut, aber es ging nicht anders. In dem Moment konnte ich nichts dagegen machen. Es war reines Adrenalin, was nach draußen wollte und Wut war in mir drin. Aber ich muss sagen, das hat, sag mal, die Erinnerung an den guten Auftritt in keiner Weise getrübt bei mir. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle nochmal, dass das Essen, das Catering, also wirklich ungelogen, das beste Catering war, was ich jemals auf einem Festival dieser Größenordnung erlebt habe. Und eins ist auf jeden Fall so gewesen, wir waren auf vielen Festivals, aber das Essen war wirklich, das war richtig gut. Kann ich nicht anders sagen. Gute Versorgung mit Alkohol. Keine Probleme dabei. Tolles Gefühl auf der Bühne. Ich fand, diese Zeltaura gefällt mir besonders gut. Ich weiß gar nicht warum, aber Emmy sagt mir das zu. Tolles Publikum, spitzenmäßige Stimmung. Also rundherum würde ich sagen, wirklich einer der ganz besonderen Abende, die ich überhaupt erlebt habe. Komm gerne wieder. SMS ist, glaube ich, für mich das beste Festival und auch das erfolgreichste, weil jedes Jahr passiert irgendwas Neues. Und die meisten Leute kennen mich sogar von Sonne, Mond, Sterne, egal wo ich bin, wie heute in Nürnberg. Letztes Jahr bei SMS und bist du dieses Jahr wieder und das ist immer wieder fantastisch. Vor allen Dingen habe ich dort vor Leuten aufgelegt, da habe ich noch nie, weil das so viele waren. Das waren in dem ganz großen Zelt bin ich für Alex the Kid. Ich habe ein Flugzeug nicht geschafft, bin ich eingestiegen. Das war sehr geil. Und das werde ich nicht vergessen, das habe ich der Mutti auch erzählt. Ja, das ist wirklich das Beste. Ich hätte in Belgien spielen können auf einem Festival, genau an dem Tag, an dem Samstag, wo Sonne und Stern ist. Aber das haben wir abgesagt, weil ich würde nirgendwo anders spielen. Ich würde nicht mal die Woche vorher woanders hin, weil ich nämlich komplett eine Woche dort bin. Immer. Gut. Das war's, mehr kann ich nicht sagen. Das ist wertvoll für mich, weil vor allen Dingen, und ich muss auch sagen, ja, das hat schon, viele Leute kennen mich durch Sonne und Stern. Das ist echt so, das ist echt fantastisch, vor allem triffst du alle dort. Das ist immer wieder schön. Klar war es früher war alles schöner, aber es ist immer noch schön. Und wird auch dieses Jahr wieder schön werden. Okay. Das erste Mal, als ich dort war, da habe ich mir total den Arsch abgefroren. Da war zwar schon Sommer, aber irgendwie nicht. Und dann war irgendwie total kalt und da wurde Hammer. Mein Freund AK Hammer aus Berlin wurde als Zirkusdirektor beschimpft und das war das erste Mal Sonne und Sterne und dann, wie war das erste Mal? Mein erstes Mal, na eigentlich stand ich immer nur alleine oben auf der Bühne und habe Visuals gemacht, obwohl ich ja eigentlich zu zweit war. Und
Ja, ich hoffe auf meinen großen Durchbruch auf 2006. Ja. Mehr kann ich nicht sagen. Ja, mein Name ist Reinhard Kögel, bin hier der Reeder auf dem Stausee der heimischen Flotte. Wir haben drei Schiffe, die Heinrichstein, die Saalburg und die Gera. Mit denen machen wir in der Regel Rundfahrten. Und als Highlight im Jahr bauen wir dann einmal um für die Technoparty. Seit 1997 begleiten wir das Vorhaben Technoparty mit dem Schiff. Wir haben 1997 die MS Saalburg dafür eingesetzt. Da war es ein bisschen eng, ein wenig beklommen drauf, auch Platz nicht ganz so üppig wie auf der Gera hier. Und seit 1998 fahren wir dann hier mit der Gera die Fahrten für die Technoparty, die natürlich hier die Gera wesentlich mehr Plätze fasst. Wir haben 300 Plätze insgesamt und auf dem Oberdeck mit Umbau lassen wir immer so 200 Leute drauf, sodass wir also immer im Wechsel immer stündlich fahren und das kommt ganz gut. Das ist ein riesen Umbau, sodass wir also komplett das Schiff fast einen Tag vorher aus dem Fahrplan nehmen müssen, um dann die ganze Technik aufzubauen. Aber hau dann hin und dann in der nächsten Früh, Sonntag, brauchen wir sie auch wieder für die Rundfahrten. Da bauen wir wieder um. Aber ist ganz toll und vor allem Publikum auch bis zur Nacht durch. Ganz schön was los auf dem Schiff. Auch vielleicht Ihre persönliche Verbindung zu dem ganzen Festival. Ob Sie das gut finden, ob Sie das schlecht finden, ob Sie denken, dass es was für die Stadt bringt, ob Sie denken, dass das eine gute Sache ist. Ja, von der Akzeptanz, also es freut mich, dass doch zwischen 30.000 und 50.000, wenn man den offiziellen Zahlen Folge leistet, Leute angezogen werden. Das ist ja doch für die Region schon ein Magnet. Und wollen wir hoffen, dass also das sich nicht nur auf den einen Tag Technoparty oder die zwei Nächte verteilt, sondern auch in der Folgezeit die Gäste mal wissen, wo sie auch in Urlaub oder so übers Wochenende mal hin können. Die ganze Zeit irgendwie, ich dachte, das ist ja noch live da hier, das ganze, die ganze Geschichte, die ganze Nummer hier, videomäßig, VJ-mäßig irgendwie. Und da brauchen wir was auf und da brauchen wir mindestens drei Mann dazu, zur Bedienung der ganzen elektronischen Instrumente. Und dann stelle ich fest, dass es einfach nur von Pari, kannst du meinen Vogel oben drauf machen? Nee, Vogel kann ich nicht. Ich habe Papierflugzeug habe ich. Ich sage, gut, Papierflugzeug ist okay, weil ich soll dann Anspielung für, hörst du, wegen der Vogelgrippe-Geschichte irgendwie mal so ein Denner. Ey, hörst du, guck mal hier hinter dir, Vogelgrippe schon wieder. Sah nicht aus wie ein Vogel, sag ich mal. War halt keine Federn gehabt, hat zwar, ist zwar angeblich geflogen oder so, aber war nichts, sag ich mal. Dann hab ich gesagt, schreib doch mal wenigstens einen Vogel dazu, dass man sieht, das ist ein Vogel. Das könnt ihr nicht machen. Also, ich sag, oh, also, was, na, nein, klar, ist ja live. Kann man nicht einfach live irgendwie mit einschalten und irgendwie über den Rechner irgendwie drei Vogel, bum, 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 mit reingeben. Aber mal aus so den Dingen hier mal ganz schön, sag mal, kannst du mal einen Vogel machen und irgendwie Vogel mit draufschreiben? Nee, geht nicht. Das sind wir auch schon künstlerisch sehr festgelegt. So soll ich glauben, wisst ihr? Ja. Soll ich, wenn ich zu Hause gehe, sag mal, könnt ihr mal die Platte spielen? So, Hause, kann ich spielen, will ich nicht spielen, aber ich könnte sie spielen. So, bei euch ist es schon von Anfang an, nee, Vogel, können wir nicht. Kannst du Vogel eingeben? Nee, können wir nicht, auch keinen Zugriff zu. Ne? Aber die ganze Geschichte ein Fly verkaufen, ich meine, also, es gibt natürlich, ich sag mal, 99% aller Leute lassen sich von drei Plasma-Schirmen, die irgendwo die ganze Zeit bunt beleuchtet sind, irgendwo blenden. Aber ich habe schon ganz andere Sachen gesehen. Hey, hallo, herzlich willkommen auf dem Spezialbereich der Sonne, Mond und Sterne DVD, nämlich dem Schnipselbereich. In 10 Jahren Sonne, Mond und Sterne ist nämlich einiges an Filmmaterial zusammengekommen und die Sachen, die wir jetzt nicht so ganz klar einordnen konnten, die haben wir hier unter der Schnipsel-Compilation jetzt zusammengeführt. Sonne, Mond und Sterne ist auch so ein bisschen als die Kleinolympiade für Unsportler bekannt geworden. Wieso? Für die nächsten Spiele hier auf dem SMS Cup halten Sie sich bitte bereit auf dem Platz 1. Das Team von Radio Fritz und das Team von Basic. Und auf dem Platz 2 ist dabei das Zuschauerteam Cool Runnings und die Spielvereine Nicaragua aus Timor. Bitte schön auf Platz 2. Auch der private SMS Yachting Club stand den Teilnehmern auf der Bleilochtalsperre zur Verfügung. Thank you.
Aber nicht alle haben den olympischen Geist von SMS wirklich verinnerlicht. Pult müsst ihr rüberbringen lassen. Kein Staplerfahrer wird für uns was machen. Die sind so gestresst, ich hab sie schon gefragt. Deshalb wurden im Lauf der Jahre speziell ausgebildete Motivationsexperten zu einem richtig wichtigen Teil von SMS. Einige Fußballclubs versuchten auch dieses System zu übernehmen, aber es zeigte sich, dass es nur bei SMS wirklich funktioniert. Bitte. Ich spiele heute für 11 Freunde Intro. Wir müssen unsere Blamage von Berlinova ausbügeln. Da sind wir in der Vorrunde ausgestiegen. Und hier in der Gluthitze werden wir leiden und siegen. Selbst die Problematik von nicht ausreichenden Körperhygienemöglichkeiten wurde ganz unproblematisch und im großen Stil gelöst. Sound her, der Main Circus war ja platzend. Also es war, ging gar nicht mehr, es war eine Dusche. Es war eine einzige Dusche des Main Circus, das war geil. Und nächstes Jahr wieder dabei? Ja, generell, wir als Sputnik sind eh schon seit Jahren dabei bei Sonne, Mond und Sterne und auch die nächsten Jahre auf jeden Fall. Also so ein Festival kann man sich auch als Sputnik nicht entgehen lassen. Fast unbemerkt stellten die Hells Angels einen DJ, der zu ausgiebigen Regen- und Duschtänzen animierte. Und auch außerhalb der Zelte machten sich die Tänzer daran, den Himmel zu beschwören. Und wir konnten endlich die historische Erklärung für Breakdancen live erleben. Das ist nämlich, wenn man den Break auch gekonnt mittanzt. Natürlich wurde auch das Phänomen der humanoiden Glühwürmchen bei SMS zum ersten Mal beobachtet und über die Jahre hinweg kultiviert. Manchmal war es dann aber einfach zu viel und Feuerwehr, Katastrophenschutz und GSG 9 mussten alle anrücken, um die Erhitzten auch individuell wieder auf Normaltemperatur zurückzubringen. Das von SMS liegt wahrscheinlich an den Vorkommnissen ohne großen Angaben oder darin, dass wir alle normal sind und genauso, wie wir sein sollten. Ja, aufgrund der Tatsache, da wir erst heute früh angereist sind mit unserer Firma, kann ich jetzt nur so viel sagen, was mein Wissensstand ist, dass es keine Vorkommnisse gab, zumindest keine gravierenden, also keine Gewalttaten und sonst dergleichen. Auch kann ich jetzt keine Angaben machen, was jetzt wegen Drogenvergehen und sonst dergleichen war. Ich kann jetzt nur für das sprechen, was ich jetzt soweit beurteilen kann, da ist im großen Ganzen eigentlich friedlich abgelaufen. Überhaupt ist ja eigentlich bei Techno-Veranstaltungen wenig Gewalt im Spiel, alles was bei Rockkonzerten etc. doch eigentlich schon noch ein erber Fall ist, dass die gefordert ist, dass es Konfrontationen gibt, Gewaltexzesse und so weiter. Es hält sich ja doch eigentlich mehr als, wie soll ich mal sagen, hält sich doch durchaus normalen Rahmen, so wie es sein muss. Also wir haben ja eigentlich kaum Probleme. Alles friedlich also. Und wir...
wirklich erfüllt ist.